Seit mehr als drei Dekaden bildet die Oldtimer-Ausfahrt des Trägervereins des Auto- und Technikmuseums Sinsheim für viele Liebhaber klassischer Automobile und Motorräder den traditionellen jährlichen Saisonauftakt. Kein Wunder also, dass sich auch 2017 wieder etliche Stammgäste, aber auch einige Neulinge in die Teilnehmerliste eingetragen haben. Wir wollen hier bei der ersten Ausfahrt Spaß und Freude haben und schönes Wetter. Von dem profitierten letztendlich alle Teilnehmer, die vor der Abfahrt in der Café-Lounge Airport ein kräftiges Frühstück serviert bekamen. Manch einer informierte sich da schon über das Ziel der diesjährigen Oldtimer-Ausfahrt, dem Erlebnispark Tripsdrill. Nachdem sich auch der Präsident des Auto- und Technikmuseums Sinsheim ausgiebig für den Weg dorthin gestärkt hatte, riefen die Kollegen schon zum Aufbruch. Der Dr. Köpke, der Chef von unserem Förderverein, lässt sich entschuldigen. Er war gemeldet und kann heute leider nicht teilnehmen, was er sehr bedauert. Er lässt alle herzlich grüßen und wünscht eine gute Fahrt, ein gutes Ankommen und Gas geben nicht vergessen. Das ließen sich die Akteure nicht zweimal sagen und stellten sich umgehend zur Abfahrt auf. Unter den Passagieren waren wie schon seit langem auch wieder einige Leser der Tageszeitung Mannheimer Morgen. Seit 15 Jahren sind wir Gäste vom Museum, dürfen mit wiederum 15 Gästen, Lesern als Gäste mitfahren. Das freut uns sehr. Wir haben große Freude dran. Wir haben fast durchgehend tolles Wetter gehabt in den letzten Jahren. Und es ist eine ganz klasse Sache, dass wir da dabei sind. Und wir hoffen, dass es noch viele lange Jahre so weitergeht. Allmählich gingen dann auch die übrigen der deutlich dreistelligen Zahl an Teilnehmern auf die von den Organisatoren ausgewählte Strecke. Von Sinsheim aus wurde über malerische Nebenstraßen durch Kraichgau und Zabergäu der Erlebnispark Tripsdrill als Zielpunkt angesteuert. Nach gut 1,5 Stunden Fahrt trafen dort die ersten Teilnehmer zur Mittagsrast ein. Im Schatten der Holzachterbahn Mammut und weiterer Attraktionen sammelten sich auf einer weitläufigen Wiese unzählige klassische Automobile, deren Besitzer schon jetzt vollauf zufrieden waren. Das macht jedes Jahr unheimlich Spaß, da mitzufahren. Eine angenehme Gesellschaft, lauter tolle Autos, ist ein schöner Sonntag. Das galt auch für den Präsidenten des Auto- und Technikmuseums Sinsheim, Diplom-Ingenieur Hermann Leier, der stilecht in einem Mercedes-Benz 630K mitfuhr. Wunderbar, hat alles geklappt? Jawohl, danke schön. Jetzt sind wir bei unseren Freunden von der Tripsdrill und freuen uns ganz arg, dass wir da sein dürfen. Die sorgen anschließend für ein deftiges Mittagessen im Gasthaus zur Altweibermühle. Danach war allenfalls noch Zeit für einen Verdauungsspaziergang durch den Erlebnispark Tripsdrill, ehe die Teilnehmer der Oldtimer-Ausfahrt schon wieder an die Rückreise in Richtung Sinsheim denken mussten. Die führte auf einer anderen Route zurück in die Elsenstadt, genauer gesagt auf das Freigelände des Auto- und Technikmuseums Sinsheim. Bereits der Fahrer des ersten dort eintreffenden Exemplars war von den zurückliegenden Stunden begeistert gewesen. Wunderschön. Wirklich wunder. Ich muss dem Museum nur ein Lob aussprechen für die hervorragende Organisation. Die Strecke war schöner wie in der Toskana. Und da sich in der badischen Toskana auch das Wetter von seiner besten Seite zeigte, fiel kein einziger Regentropfen auf das edle Blech. Ach ja, Preise gab es übrigens auch noch zu vergeben. Den für das älteste Fahrzeug im Starterfeld heimste dieses schwarz-grau lackierte Ford Modell A Cabriolet ein. Diese originale Wellblechente prämierte der Präsident ebenfalls und entließ alle Teilnehmer in die heimische Garage. Also kommt gut heim und danke fürs Mitfahren. Nächstes Jahr machen wir Ausfahrt von Speyer aus.
wünsche ich viel Spaß allen Teilen.